Hallo Leute und herzlich willkommen zu 22. Türchen des Minecraft Adventskalenders. Und ja, es sind noch zwei Tage Weihnachten, übermorgen ist Weihnachten, yay. Und vor Krieg auf vier, yay, yay. Und ja. Gut, heute habe ich was ganz Cooles ausgesucht. Und zeige ich euch jetzt. Und zwar sind das alle Tastenkombinationen in Minecraft. Okay, die erste Tastenkombination ist Shift und F3. Wenn wir das gedrückt haben, okay. Und nun rechts mit einem Tortendiagramm. Und ja, das war Standard in der frühen Version, in 1.3 oder so. Das war Standard mit F3. Und genau, gut. Unten rechts für die Entwickler ein Tortendiagramm aufgezeichnet. Gut, dann kommen wir zur nächsten Tastenkombination. Und zwar ist das F3 und B. Und relativ bekannt, das sind einfach viele Verwohner hier, oder Mobs oder so, oder Bilderrahmen, die Box angezeigt. Aber ist für die Quartierenschau, Blickrichtung, das ist gut, das ist die Kühe. Und ja, haben wir zum Beispiel jetzt hier irgendwo was, Rahmen hier. Zum Beispiel jetzt hier, aber nicht irgendwo hier. Soll ich jetzt hier hinschlagen? Oben auf die Stirn. Wenn ich aufs Gras hier gehe, ich will das nicht kaputt schlagen. Ich bin mal gebrochen. Ich kann jetzt mal hier drauf schlagen. Auf die Fresse hier oben. Oh, dann trifft man sogar. Dann trifft man sogar. Oh, na, naja, wenn man außerhalb der Hitbox ist, dann. Obwohl man eigentlich schlägt, zum Beispiel wenn da Schaf oder so, wenn der Kopf ist, dann außer. Box raus, wenn man den Koffer schlägt, dann man ihn geschafft trotzdem mit eigentlich den Schaf getroffen hat. Gut, dann kommen wir zu nächsten Konferenz. Das wurde natürlich auch nicht einfach übersprungen, aber ich kann das sein. Das ist F3 und A und da werden einfach die Chunks neu geladen, dass es nicht von auf dem Server ist. Oder die Chunks vielleicht oder Chunks nicht geladen werden und dann mal F3 und A drücken und die ganzen Chunks werden neu geladen. Dann kommt zur nächsten und zwar ist es F3 und C. Und zwar das Crash Minecraft, aber es ist unnötig. Wenn man zum Beispiel einen Crash-Bot erzwingen möchte oder so, dann ist das doch ein bisschen gut. Muss man 10 Sekunden lang drücken, das ist eine Sicherheitsfunktion. 10 Sekunden lang auf 3 und C drücken. Und hier dann nochmal ein Crash-Bot. Dann als nächstes haben wir 3D. Wir schreiben jetzt hier GG zum Beispiel. Jetzt auf 3 und D drücken wir wieder auf der Chat. Gelöscht. Dann als nächstes hätten wir meine Lieblingstastenkombination. Und zwar ist das F3 und H. Und das sollte man vom Space tun können. Ohne F3 und H haben wir einfach nur das Einzige oder so. Gar nichts hier. Und F3 und H drücken. Hätten wir hier die ganzen, ja, Minecraft Beat. Ja, jetzt nicht gucken. Das ist, und man kann auch die Durabilities mit anzeigen. Zum Beispiel, wenn wir das Spitzhack jetzt hier zum Beispiel nehmen. Hier können wir noch jetzt hier Holzschwert. Und jetzt müssen wir auf 0 gehen. Jetzt hier muss ich einfach nur schlagen hier. Dann seht ihr hier, wenn. Abilities angezeigt und das ist sehr nützlich und das möchte ich auch immer anhaben, weil es sehr nützlich ist. Kurz zum nächsten, und zwar das F3 und P und das ist einfach Pause. Sehr unnötig, wenn man wie Pause macht, dann F3 und P. So, dann ist man auf den Pause-Modus gesetzt und dann kann man die Tabs wechseln und das passiert so im Game so halt. Ist aber eigentlich unnötig, wenn man einfach das C drücken kann. Ja. Dann haben wir noch zwei andere Tastenkombinationen, und zwar ist das F3 und S. Das heißt, S, Sounds. F3 und S ist dann das Sounds neu laden, das ist gut für Teacher-Pack-Macher. So, alles, was man neu geladen hat, ruckelt ein bisschen. Und schon sind alle Sounds, ja, neu geladen. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar ist das F3T.
Auch wie hier ruckelt wieder. Und hier, ich werde einfach die ganzen Texturen neu geladen. Und ist gut für TikTok-Maker. Und sonst gibt es auch F3MQ zum Beispiel, aber ist in der 1.9. Und oder F3 und N. Und ja, das ist eigentlich schon gewesen von. Manchmal ist es Kalender natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und tschüss.